Willkommen zurück zu Timespin. Aber letztes Mal haben wir wieder mit unseren Orbs hier rumgespielt und wieder neues Zeug angelegt und mal gucken, was da aber jetzt so irgendwie ganz Tolles rumkommt. Ich habe keine Ahnung. Aber das wird bestimmt super. Vielleicht. Ja, wenn nicht, ja, dann halt nicht. Dann rüsten wir uns halt wieder um. Schön hier auch, ne? Ein Hund auf dem Bild im Hintergrund. Ja, auch, ne? Es ist, glaube ich, eine von den Belohnungen für Kickstarter-Backing. War ich tatsächlich nicht dabei beim Backing, weil ich war ein oder zwei Monate, anderthalb, irgendwie so, war ich dann doch zu langsam dafür. Sonst hätte ich dieses Spiel tatsächlich gebackt. Ja, aber nein. Da kam ich dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht dazu, weil ich ein bisschen zu spät davon erfahren habe. Ja, so ist das manchmal. Ich bin jetzt auch keiner, der halt bei Kickstarter immer und immer wieder einfach mal guckt, was denn da gerade so alles angeboten wird, sondern, naja, es muss mir halt schon auffallen, damit ich es halt mitkriege. Einfach von anderen Quellen her. So. Hallo, komischer Vogel. Komischer Vogel ist tot. Sehr bedauerlich, aber kannst du nichts machen. Ja. Guten Tag. Sie hüpft auch nur wild rum. Ich glaube, irgendwann würde halt einen anstoßen oder sowas, aber nö, jetzt nicht. Ist gerade schlecht. Hallo. Mach mal so. Nutzt auch das mit den Zeit... Dingens auch immer viel zu wenig, ne? Also wirklich. Das nächste, vielleicht ist da von der anderen Seite noch irgendwas zu machen. Was haben wir denn hier Schönes? Noch mehr von den Vögeln? Das war fast ein bisschen knapp. So. Nein, das war schwierig. Ich wollte das hier ausprobieren. 51 Schaden, alles klar. Okay. Nehme ich. Wenn ich den noch treffen würde, wäre toll. Dreh dich doch einfach zum Gegner um, das würde dir helfen. Ja, ja. So, hier. Wie soll ich das hier eben nicht machen? Ach, weil ich... Ah, oh, oh. Okay. Dann kann ich jetzt nochmal eben schnell gucken, ob ich da eine Wand einreißen kann oder so. Dann hier geht es dann auch noch irgendwo hoch. Aber hier. Aber sieht nicht danach aus. Kann natürlich sein, dass ich das hier von unten irgendwie anhauen kann, aber auch nicht unbedingt. Nee. Na dann halt nicht. Level up, nehm ich. Kann man nichts machen, ne? Ne, ihr seht es, ne? Die sprinten dann tatsächlich auf einen zu. So, was haben wir hier Schönes? Eier. Für Küken. Das ist Bescheid. Und mehr Leben. Ist mehr Leben. Halt. Ich habe immer so ein bisschen so versucht, zumindest mein Auge so auf die Karte mitzuhaben. Dass ich dann halt eventuell erkennen könnte, wo vielleicht was zu holen wäre. Das klappt mal mehr und mal weniger gut. Magier. Ich habe euch aber nicht alle bestellt. Nein. So. Zumindest zwei von ihnen. Drei hätten mir besser gefallen, aber egal. Wenn man halt den Gegner drin stehen bleibt, dann braucht man sich nicht wundern. Ja. Halt so, ne? Oh, noch eine Kiste. Mit Begleiter Elfe. Ein zerbrechliches Feenwesen, das sich auf Heilungsmagie spezialisiert hat. Oh, guck mal. So, Begleiter. Elfe. Die habe ich viel und lange benutzt. Weil es tatsächlich mal hilfreich war zwischendurch. Blutkugel. Schröpf deine Feinde mit Kugeln aus verfluchtem Blut. Das klingt doch nicht verkehrt.
zeig mir mal die Blutkugel. Macht halt nur 6 Schaden, ist aber fast das Niveau von dem Blauen. Die macht halt 8 Schaden, aber egal. Nehmen wir. Erstmal. Na, und dann sehen wir weiter. Das wird schon. Das wird super. Mist, ich wollte da hoch zum Feuerpunkt. So. Machen wir hier durch. Beziehungsweise den Magier können wir noch mal kurz mitnehmen. So, wir können. Ich probiere es. Einfach mal. Ne? Einfach mal. Einfach mal machen. Vielleicht wird es ja lustig. Ich glaube, das Ding hat dann später auch noch irgendwelche Accessoires, die dann dafür sorgen, dass du Leben entziehen kannst oder so. Wenn ich mich nicht irre. Juhu! Macht jetzt schon mehr Schaden als die blaue Kugel. Also außer gepanzerte Beppos. Jo. Bis jetzt auch schon auf Level. Immer noch Level 1. Okay. So ganz verstehe ich nicht ganz, wie die Kugel aufleveln. Aber ist ja nicht. Aua. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Kugel Feuermagier, ja? Mal aufpassen, hier gab es irgendwo. Gar mir nicht wo. Irgendwo gab es hier einen Gang nach unten. Wenn ich mich nicht irre. Kann auch ein ganz anderer Gang sein, aber ungefähr so dieses Areal hier. Glaube ich. Bin mir eigentlich relativ sicher. Ich hoffe, dass ich mir sicher bin. Nicht, dass ich jetzt blöd dastehe oder so. Ich kann natürlich auch einfach um die Blutkugel halt nochmal so eine Klingen halt drum machen, aber nö. Oh, guck mal, ein Zettel. Empfehlungsschreiben. Empfehlungsschreiben für Elana an den Hof des Vereinten Villette. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen, um meine Schülerin Elana für einen Platz unter den Hofmagiern der Hauptstadt zu empfehlen. Wir sind vor 13 Jahren auf Elana gestoßen, während einer Anwerbertour durch die Unterstadt. Ihr Eltern waren zwar von niederem Stand und ohne jede Begabung, aber unter Druck gesetzt, konnte sie eine sehr mächtige Aura erzeugen. Wir nahmen sie mit und bildeten sie nach Vorschrift in der Königlichen Akademie aus. Sie lernte sehr schnell und hatte schon bald die meisten Schüler in ihrem Alter überflügelt. Zudem ist sie sehr mitfühlend, weiß sich klug auszudrücken und glaubt fest an das Potenzial eines vereinten Villette. Ihr fehlt es zwar noch an Erfahrung und sie muss lernen, ihr Temperament im Griff zu behalten, dennoch glauben wir, sie wäre eine wertvolle Ergänzung am Hof. Sie könnte in den kommenden Jahren zu einer wichtigen Politikerin aufsteigen. Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an mich zu wenden. Hochachtungsvoll, Trainer die Rote, Leiterin der Königlichen Akademie von Fryna. Politischer Rat. Ein Brief von Elana, der Ratschläge zum Umgang mit Lakiem enthält. Kaiser Volterels, ich weiß, dass ich erst seit einigen Tagen eure Beraterin bin, aber ich hoffe, ihr hört mich trotzdem bezüglich dieser sogenannten Unabhängigkeit von Lakiem an. Ihr wollt sicher gegen die Lakimi vorgehen, um sie zu bestrafen. Gefangene können sich schließlich nicht von ihren Kerkermeistern unabhängig erklären. Aber mehr als eine leere Ankündigung hat Filia nicht gemacht. Unabhängigkeit bedeutet nichts, wenn man in einem Gefängnis sitzt. Ihr könnt also viel erklären, aber sie sind weiter auf Lakiem und wir kontrollieren das einzige Portal dorthin. Quasi die Gefängnismauern. Allerdings ist die Bevölkerung von Lakiem gewachsen. Vor allem seit euren kürzlichen Erlässen zur Sicherheit und Gerechtigkeit. Ich halte die Lakimi zwar nicht für eine ernste Gefahr, die wenigen mit einer Aura sind auf dieser Welt geschwächt. Aber mit der richtigen Motivation könnten sie sich organisieren und uns angreifen. Und ungeachtet unserer Überlegenheit würde jede Auseinandersetzung zu Toten führen. Ganz zu schweigen von weiterer Unruhe in der Bevölkerung.
Ich empfehle euch daher, den Lakimi ihre angebliche Unabhängigkeit zu lassen und nicht weiter gegen sie vorzugehen. Hochachtungsvoll, Elana. Weiß Bescheid. So, hier noch eine Kiste. Noch so eine tolle Chaosrose. Und da, was haben wir durch? Blub, blub. Hat so ein bisschen so das Gefühl, man vernichtet die etwas sanfter. Man saugt sie quasi leer oder so, ich weiß auch nicht. Statt dass man sie zerschnetzelt. So. Ach, ich komme hier noch gar nicht hoch. Ja, dann halt nicht. Dann halt etwas später. So. Und da. Dann gehen wir halt hier. Hier. Okay, wir müssen das anders machen. Pass auf, pass auf. Wir müssen wieder die Zeit nutzen, damit wir den Gegner als Plattform nutzen können. Das kriege ich hin. Juhu. So. Guck mal, wie schön das klappt. Hm, toll. Die Kugeln sind so schön rot. Die haben wirklich ein schönes Rot. Dennoch halt bei irgendwelchen Bosskämpfen sollten wir gleich auf einen treffen. Was relativ wahrscheinlich ist. Werde ich wahrscheinlich eher auf mein Schwert umwechseln oder so. Hier mein Speicherpunkt. Das ist immer nett. Da reicht doch hinein. So. Jo. Hab ich doch gesagt. Okay. Wir können auch das hier nehmen. Hallo. Immer da? Ach, guck mal. Ach, Ali, hallo, mein köstlicher Schätzchen. Dachte ich mir doch, dass ich deine süße Wut rieche. Welchem Umstand verdanken wir das Vergnügen? Vielleicht hast du dich für unser Vergnügen entschieden? Eher nicht. Nicht, dass ihr mir nicht gefällt, aber nein, ich bin nicht hier, um euch aufzuhalten. Wie herzig. Wie drollig. Ich weiß nicht, was ihr plant, aber das war's jetzt. Ach, sie weiß gar nicht, wie es weitergeht. Die zufällige Retterin von Villette. Oh, ho, 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 wie ironisch. Los, Kleine, zeig uns, wie sehr dir die Zukunft am Herzen liegt. Da dir deine Vergangenheit offensichtlich so egal ist. Okay. Komische Bossmucke, oder? Aua. Hab ich schon gesagt, aua? Aua. Dann sagt man nix, das wird doch nix. Okay. Ist tot. Oh shit. Jo. Yeah. Ah ja, Chaos. Chaos ist immer ganz schön. Aber eigentlich nicht. Yeah, aua. Ich glaube, ich brauche hier eine Heilung, definitiv. Nützliches. Im Tran. Komm, hau rein, die Kacke. Hau noch mehr rein. Wir machen 70, ne? Ja, passt. Okay. Yeah. Ja, shit. Licht aus, Spot an, ne? So, nochmal. Jawohl. Oh Gott. Ich hab nicht das Gesicht berühren. Das war nicht mein Fehler eben. Oh Gott. Ich nehme nochmal einen Trank. Sicher, sicher, ne? Ja. Bitte warten. Ich arbeite hier an... Ich weiß nicht was.
Aua. Scheiß Kreissäge, ey. Aua. Jo, 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 jo. Okay. Easy Guacamole in First Try. Das nenne ich mal ein gutes Training. Ich bringe meinen Kreislauf lieber anders in Schwung. Du hast uns besiegt, Mädel. Vorerst. Aber du hast nicht gewonnen. Unsere liebe Ilana hat uns überhaupt erst hergebracht. Sie hat uns angelockt. Und wie verlockend das war. Das kleine Mädchen weiß nicht Bescheid. Dann wollen wir ihr doch mal die Handlung verraten, oder? Der Schlund von Asmodeus war Ilanas Idee. Es war ihre süße Rache für ihre geliebte Philia. Damit zerstört Ilana den ganzen Planeten Villette. Welch wunderschöne Vernichtung. Die Armeen von unseresgleichen waren ebenfalls ihre Idee. Wir sind nichts als Zuschauer, ernsthaft. Aber schöne Zuschauer. Leider müssen wir uns verabschieden. Aber nicht für immer. Wir werden stets in deinen Träumen sein. Oh, sie haben was fallen lassen. Ein ganzer Planet zerstört. Die Königin von Lakiem ist dafür verantwortlich. Nicht wirklich überraschend. Dann gibt es nur noch, dann gibt es noch eine Menge zu tun. Aber hat es etwas gebracht, sie aufzuhalten? Noch geschwächt. Die Dämonen werden weniger Einfluss haben. Das Sprechen fällt dir immer leichter. Ich werde stärker. Genau wie du. Ohne die Dämonen wird in deiner Zeit eine neue Macht an Einfluss gewinnen. Vielleicht komme ich dann weiter, wenn Lakiem schwächer ist. Aber ich bin noch nicht fertig. Wenn ich Villette retten will, muss ich den Schlund am Portal zerstören. Und wenn ich Nuvius töten will, muss ich Ilana auch aufhalten. Es muss sich noch viel ändern, um ihn aufmerksam zu machen. Nuvius wird sterben. Okay, und hier kriegen wir Succubus Haarnadel. Eine hochwertige goldene Haarnadel. Drücke in der Luft Kreuz, um erneut zu springen. Na, das ist doch. Ne? Kann man auch endlich mehr und besser springen. Yeah! Mehr und besser springen, yeah! Hi! Helf mehr und besser springen! Und dir das Blut aussaugen. Level noch nicht auf, was will ich mehr? So! Double Jump for the win! Oh, hallo. Königliche Garde. Ich glaube, das ist einer von denen, die wir doch töten sollen für Gedöns, ne? Wie viel braucht sich davon? Tagebuch, Quests. Sehen wir auch, wie weit wir mit dem Questfortschritt so einigermaßen voran sind. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir halt wirklich die ganzen Balken jeweils vollkriegen. Ich weiß es wirklich nicht. Ein von acht haben wir jetzt. Okay. Und mehr Sand. Mehr Sand ist mehr Sand. Hey, stirb. Stirb anders. Stirb schneller. Okay, damit können wir vielleicht arbeiten. Mehr Schaden wäre natürlich besser. Aber es geht. Und die geben auch relativ viel Erfahrungspunkte, wenn ich mich nicht irre. Allein dafür schon hier das Bekämpfen halt wert ist. Oh, ich habe nur ein bisschen Mana. Können wir nochmal machen hier. Zack. So. Aua. Aua. Wie viel brauche ich noch für ein Level Up? 196. Wie viel gibt denn einer? Aua. Ja, 36. Ist gar nicht mal so wenig. So, nun. Aber irgendwie erstmal hier zurück. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach ganz rechts. Wir können den Turm theoretisch weiter hoch. Will ich jetzt aber gar nicht. Wir wollen einmal die Quest abgeben, bevor wir die nächste Quest kriegen. Deswegen würden wir uns dann ärgern, dass wir halt schon weitergegangen sind oder so. Mal schauen. Na gut, ärgern. Man kann die Quest halt immer noch im Nachhinein machen.
Aber wenn man alles in einen Rutsch machen kann, ist ja noch besser, weißt du? Ja, ist ja gut. Ja, komm, nimm das. Ist besser. Ja. Level up. So kann ich natürlich auch mal Level up kriegen. Bin da. Bin ich denn da? Nein. Ah, fast. Tschu, tschu. Tschu. So, dann düsen wir jetzt aber auch nochmal ganz kurz zum Vogel, holen nochmal irgendwie Kette und Ring. Für was auch immer wir mit den Blutkugeln halt herstellen können. Einfach mal machen. Einfach mal Geld dafür ausgeben. Man braucht es ja sonst halt kaum. Also habe ich zumindest so einen Kopf. Wow, klar. Hier hat sich einiges verändert. Hast du die Zeit manipuliert? Moment, woher weißt du, dass sich etwas verändert hat? Müsstest du nicht denken, dass es immer so war? Ich halte mich nicht an die Gesetze der Physik. Wie alle erleuchteten Wesen sehe ich den Fluss der Zeit so, wie er ist. Erleuchtet? Du sammelst Zeug, das glänzt. Beleidige nicht mein Emporium der glänzenden Dinge. Und außerdem fandest du sie einfach nicht nützlich. Nicht so vorschnell, Krähe. Wir können ja nicht alle so durchschaubar wie du sein, Drache. Du sorgst jedenfalls ganz schön für Aufregung. Ich helfe dir bloß. Egal. Versuchst du mich aufzuhalten? Natürlich nicht. Ich bin ein Kapitalist und verkaufe meine Waren. Willst du dein hart verdientes Geld gegen meine Waren und oder Dienst eintauschen? Oh, dann kaufen wir mal. Hast du jetzt irgendwie was Neues? Nee, das nicht. Oh, egal. So, einmal davon eins, einmal davon eins. So. Dann zurück zum Dingens. Dahin. Können wir einmal gucken, dass wir hier herausfinden, was genau es bringt. Hey, hast du schon herausgefunden? Nein, immer noch nicht. Roter Wirbel. Lass einen unaufhaltsamen Chaoswirbel entstehen. Klingt nicht verkehrt. Ach, mir fehlen die... Ah, Mist. Die Steine fehlen mir noch. Mist, ich muss da nochmal zurück. Ich muss nochmal Geld ausgeben. Nochmal 500 oder sowas. Daran habe ich nicht gedacht. Daran habe ich nicht gedacht. Aber das ist auch nicht schlimm. Was für ein Level hat eigentlich mein Begleiter? Level 2. Ja, nee, dann können wir auch den Drachen eigentlich mal wieder nehmen. Auch wenn der Greif eigentlich nicht verkehrt war, wirklich. Aber ich glaube, die Elfe braucht einfach zu lange, bis er wirklich auflevelt. Nützliches Essenzkristall. So. Okay. Ja, ich weiß, wir sind schon wieder am Folgenende. Wir machen ja auch gleich Ende. Will nur im Stall, ja? Nur mal im Stall. Bitte warten. Hast du schon was gefunden? Nein. Wie gesagt, der rote Wirbel. Und was macht das Ding? Absorbiere Leben von Gegnern, die du mit deinen Nahkampfkugeln triffst. Siehst du? Also auch das, nicht verkehrt. Das heißt, wir machen einmal den Blutding ist hier komplett blutig. Das wird ganz schön blutig. Blutroter Ring. So, und der rote Wirbel sieht wie folgt aus. Wow. Okay. Hallo. Und? Es ist erledigt. Die Dämonen sind besiegt. Die Armee der Lakimi ist geschwächt. Gut. Ich war noch nie so lange ohne Befehle. Ich kann eine Einheit anführen, aber ich musste noch nie größere Entscheidungen treffen. Ich weiß, was du meinst. Ich habe gedacht, dass mein Clan immer da sein und mich bei Entscheidungen unterstützen würde. Als mein Clan fort war, wusste ich, dass ich zur Tat schreiten musste. Aber Taten ohne richtige Beweggründe? Es ist komplizierter, als es sein sollte, Lunai. Okay. Hast du noch eine Quest? Im Moment nicht. Okay. Das heißt, questtechnisch sind wir so weit erstmal auf Vordermann. Und du machen wir an der Stelle weiter in der nächsten Folge
von Timespinner. Und sehen dazu, dass wir halt die Burg da weiter erklimmen. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.